Ja, Halleluja. Ich werde jetzt noch ein bisschen predigen auf den Berliner Kudamm. Gott segne euch. Ja, ich wünsche dir Gottes Segen. Und Gott liebt dich. Gott liebt dich und er möchte dir ewiges Leben schenken. God loves you and he wants to give you eternal life. Gott liebt dich und durch seine Gnade können wir errettet werden. Durch Gottes Gnade kannst du errettet werden. Kostenlos. Gnade heißt unverdientes Geschenk. Aber wir sollen es auch in Anspruch nehmen. Wenn jemand dir ein Geschenk macht, dann muss das auch auspacken, oder? Wenn man ein Geschenk kriegt, packt man das normalerweise auch aus, die Verpackung, oder? Und so ist es auch bei Gott. Gott möchte, dass du seine Geschenke auspackst. Er liebt dich und er möchte dir ewiges Leben schenken durch Jesus. Bitte probier das aus. Gott liebt dich. Sag am besten heute noch, Jesus, vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz. Come to Jesus and say, Jesus, come into my heart and be my Savior. I repent of all sins. God loves you and he wants to give you eternal life through Jesus. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, aus Liebe, für mich und auch für dich. Weil es hat Gott alles gekostet, auch seinen Sohn zu schicken, Jesus Christus. Das war auch nicht so leicht für den Vater, das hat er mir immer im Gebet gezeigt, seinen Sohn zu uns zu schicken. Da hat er alles für uns gegeben. Und Jesus hat auch alles für uns gegeben. Und Jesus war nicht nur danach zur Mutter gekreuzigt zu werden, da hat er im Garten Gethsemane sogar gesagt, Vater, bitte nimm diesen Kelch von mir. Also diese Aufgabe. Hat er ein bisschen Angst gehabt, würde ich sagen. Hat er so angestrengt gebetet, der Herr Jesus, dass er Blutstropfen geschwitzt hat. Und da hat er gesagt, bitte Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber dann hat er sich wieder untergeordnet und hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Da hat er sich wieder Gott untergeordnet. Und da kam Engel und haben ihn gedient. Und Gott möchte auch dir dienen durch seine Engel, weil Gott liebt dich. Und Gott kann uns ganz viel Segen schenken. Das steht auch geschrieben, die Engel des Herrn sind um die herum, die ihn lieben. Also wenn ich Gott liebe, sind seine Engel um mich herum und beschützen und bewahren mich. Und Gott hat uns schon öfter beschützt. Gott hat dich schon öfter beschützt, als uns weiß dich seine Schutzengel. Und Gott möchte dir ewiges Leben schenken durch Jesus Christus. Bete am besten heute noch zu Jesus und sag, Jesus, vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz. Wenn du das empfindest, wenn du das möchtest, sprich das aus. Musst du natürlich jetzt nicht machen. Zum Gebet kann einen sowieso keiner zwingen, auch nicht zur Umkehr. Ich habe ja schon von Leuten auch gehört, du brauchst mich nicht bekehren. Ich kann auch niemanden bekehren. Ich kann helfen, den Menschen vielleicht Inspiration geben, auch durch meine Worte oder durch Gebete, dass sie umkehren. Aber du kannst niemanden bekehren. Wenn jemand nicht will, will er nicht. Das muss derjenige auch selber wollen, auch bei Gott. Und das ist ja gerade die Liebe, dass sich freiwillig das zu tun. Ein Roboter hat keinen eigenen Willen. Der wird programmiert. Auch jetzt Thema KI, ne? Künstliche Intelligenz. Ist ja auch ein ganz großes Thema zurzeit. Und der wird programmiert, der Roboter, und der hat keinen eigenen Willen. Aber Gott hat uns einen eigenen Willen geschenkt. Und Gott möchte, obwohl natürlich Roboter auch sehr nützlich sein können, klar, in der Industrie und alles, sind ja auch nützliche, können sehr nützlich sein für uns, die Roboter. Aber wir sind nun mal keine Roboter, wir sind Menschen, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und Gott hat dir einen freien Willen geschenkt. Und Gott möchte, dass wir uns freiwillig ihm hingeben, uns ausliefern mit unserem Herzen. Aber es gibt auch Verhärtungen im Herzen, dass das Herz verhärtet sein kann, dass man sein Herz nicht öffnen möchte für Gott. Und das, aber Gott, Jesus sagt, ich klopfe an die Tür deines Herzens und wenn du mir aufmachst, komme ich hinein. Sagen Sie das am besten heute noch, wenn Sie möchten, sagen Sie, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Schuld. Weil eines Tages wirst du vor Gott stehen, das wird nicht mehr lange dauern. Dann wird Gott uns richten, auch dich. Und mit Sünde kommt man nicht in die Gegenwart Gottes. Nur wenn man seine Sünden bekannt hat, kann man errettet werden. Und Gott möchte, dass du errettet wirst, weil Gott dich liebt. So sehr hat Gott dich geliebt, auch dich und auch dich,
Er hat uns alle so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus. Und das hat Gott alles gekostet. Und Gott möchte, dass wir das empfangen, das ewige Leben durch Jesus. Halleluja. Das steht im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also Gott möchte dir reichlich Gnade schenken und dir vergeben. Halleluja. Aber Paulus sagt auch, man soll die Gnade Gottes nicht gebrauchen, um weiter zu sündigen. Dass ich sage, ich kann machen, was ich will, kann ich immer wieder um Vergebung bitten. Nee, so kann man machen, aber es tut dann selbst nicht gut, die Sünde auch der Seele. Besser ist, wenn man damit aufhört und weiterkommt im Leben. Weil Gott möchte dir den Heiligen Geist schenken. Und wenn du den Heiligen Geist schon hast, dann möchte er uns natürlich auch helfen, durch den Geist heilig zu leben, in der Heiligung zu wandeln. Und wenn man da Schwierigkeiten oder Fehler hat oder Sünden, kann man natürlich auch Gott um Vergebung bitten. Und dass er einen Gnade schenkt, dass man die Sünden lässt und das gar nicht mehr machen möchte. Das ist das Schönste im Leben. Wenn man diese Beziehung mit Gott, wenn da nichts zwischen mir und Jesus dazwischen steht, wenn nichts zwischen dir und Gott steht, das ist das Schönste. Diese erste Liebe, die möchte Gott dir schenken. Halleluja. Gott liebt sie. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und diese erste Liebe bei Gott, die kann zum Beispiel auch erkalten, steht in Offenbarung. Das ist an einem der Sendschreiben an der Gemeinden aus der Offenbarung, da meint Jesus, dass sie wieder die gleichen Werke tun sollen wie damals. Und es steht auch in geschrieben, die Liebe wird in vielen Menschen erkalten. Aber Gott möchte unser Herz erwärmen mit seiner Liebe. Ich hatte, bevor ich Christ wurde, hatte ich eine Textbotschaft bekommen von einer Schwester. Habe ich eine Botschaft bekommen. In dieser Botschaft hieß es, brennende Liebe. Brennende Liebe. Burning Love. Und Gott möchte dir brennende Liebe schenken für dein Herz. Weil die anderen Dinge, die werden uns nicht wirklich glücklich machen, die Sünde. Gott liebt dich und er möchte uns frei machen. Er möchte uns ewiges Leben schenken, weil er uns liebt. Und diese Textnachricht hieß brennende Liebe. Das war, bevor ich mich bekehrt hatte. Und Gott möchte dir seine brennende Liebe schenken in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Also das kann ich dir empfehlen. Empfange Gottes Liebe durch den Heiligen Geist. Probier das aus. Und Gott ist die Liebe. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen unterwegs. Und das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Sache, die ich euch mitteilen wollte. Das ist die Botschaft von Gott. Das ist das Evangelium. Halleluja. Ja. 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 Halleluja. Ja. Also wie gesagt, Gott reicht dir seine Hand durch Jesus. Es ist so, als ob du vielleicht einmal trinken bist oder einen Notfall hast und Hilfe rufst, Hilfe. Dann reicht er dir seine Hand und will dir helfen und dich rausziehen. Das hat auch Jesus bei Petrus gemacht, wo er übers Wasser ging mit ihm. Der ging übers Wasser mit ihm. Und da ist er eingesunken ins Wasser, also er hat Angst bekommen. Er hat auf die Umstände geschaut, das Wasser ist eingesunken. Und da hat er gerufen, Jesus, hilf mir, Hilfe, Jesus. Und da hat er ihn in die Hand genommen und rausgezogen. Bam. Und so möchte Gott auch uns rausziehen aus allem, was nicht gut ist. Auch aus der Sünde. Das steht im Kolosserbrief. Er möchte uns rausversetzen aus der Macht der Finsternis. Herausnehmen, hinein das Reich seines lieben Sohnes, hinein in das Reich seines lieben Sohnes Jesus. Also Gott möchte uns versetzen. Und Gott liebt uns, Halleluja. Probier das aus mit Gott. Er kann dir ganz viel Licht und Liebe schenken, der Herr Jesus. Er sagt sogar, er ist das Licht. Und Jesus
hat auch niemals irgendeinen Mangel. Er hat uns alles gegeben. Weil ich habe da schon gehört von Leuten, ach der Gott, der hört mich nicht, der hat zu viel zu tun und so. Und der kann noch nicht alles gleichzeitig machen. Und doch, Gott hört dich. Gott kennt jeden einzelnen unserer Gedanken, unsere Taten, unsere Worte. Und Gott hört dich. Und er hat nicht zu viel zu tun. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und Jesus Christus sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt Jesus, verhärtet euer Herz nicht. Gott klopft an deine Herzenstür und er möchte dir ewiges Leben schenken. Es geht ja nicht zuerst um Kirche oder um Tradition, es geht zuerst um das Herz. Jesus liebt dich und er möchte in deinem Herzen wohnen. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Wenn Sie möchten, probieren Sie das aus und sagen Sie am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Erlöser. Ich spüre, ihr seid Leute, ihr seid auch gläubig. Probiert das aus. Wenn ihr könnt, betet zu Jesus. Sagt am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünden. Gott liebt dich, er will dir ewiges Leben schenken. Halleluja. Probiert das bitte aus. Halleluja. Kanda, Koda, Kanda, Halleluja! Kanda, Kanda, Halleluja! Und ich freue mich an Gott. Ich habe ewiges Leben durch Jesus. Durch Yeshua habe ich ewiges Leben. Amen. Und Gott ist nicht tot. Jesus lebt. Er ist sogar das Leben. Und da gibt es ja so verschiedene Sätze, die man so hört. Gott ist tot und sowas. Nein, Gott ist nicht tot. Aber wir sind tot, sagt die Bibel, und unseren Sünden und Übertretungen. Dein Geist ist tot, wenn er getrennt ist von Gott. Und er möchte dir die Verbindung schenken. Amen. Also so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, Jesus. Damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben können. Also deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, damit du ewiges Leben haben kannst. Jesus, Yeshua, auch genannt, vom Hebräischen Yehoshua, der Name auch Josua. Und das heißt so viel wie Jahwe ist Rettung, der Herr ist Rettung. Und Gott möchte dich erretten. Halleluja. Also ich kriege gerade eine ganz große Freude von Gott in meinem Herzen, weil ich glaube, der Herr freut sich, wenn wir seinen Namen verkünden, wenn wir das Evangelium weiter sagen. Halleluja. Und der Heilige Geist, der ist auf jeden Fall mit dabei, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Halleluja. Und ich bin ja hier in Berlin schon seit über 40 Jahren unterwegs. Also ich bin hier in Berlin geboren, aber habe auch 14 Jahre in Kiel gewohnt, lange Zeit. Deshalb ist mir im Berliner Dialekt auch nicht mehr so stark, war. Ist noch da, aber manchmal mehr, manchmal weniger mit der Berliner Dialekt war. Hab so lange im Norden gewohnt und da war auch schön da oben. Jo. Und Gott liebt dich. Und er möchte, dass du später bei ihm wohnst, im Himmel. Ja, das ist das Schönste, wenn man später bei Gott im Himmel wohnen kann. Und das möchte er dir schenken, ein Wohnort im Himmel. Jesus sagt auch, ich gehe voraus, um euch eine Wohnung zu bereiten, ein Wohnort. Also wenn du das kannst, bete zu Jesus, dann schenkt er dir eine Wohnung, eine himmlische Wohnung. Und die kannst du kostenlos empfangen vom Herrn. Soll man nur Buße tun und seine Sünden bekennen. Und schon kann man errettet werden. Also wenn du das kannst, wenn du das möchtest, bitte bete zu Jesus. Und sag am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünden und sei mein Erlöser. Und dann kannst du auch noch einen Römerbrief bekennen, Römer Kapitel 10. Ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus mein Herr ist. Und ich glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn erweckt hat von den Toten, so werde ich gerettet werden.
Und das Vaterunser kann ich euch auch empfehlen zu beten, das Vaterunser. Also ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Tschüssi. Und ich freue mich an Gott. Und Gott möchte uns ganz viel Freude schenken. Da steht im Philipperbrief, steht es auch geschrieben im Philipperbrief. Freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit an dem Herrn. Halleluja. Und es ist einfach nur schön, die Gegenwart Gottes, die Beziehung mit Gott, die Beziehung mit Jesus durch den Heiligen Geist. Und das kannst du dir nicht verdienen, den Heiligen Geist, durch die Anzahl deiner Gebete, auch durch Wiederholungsgebete. Ich hatte ja gestern was auch über Religion und Tradition gesagt. Da gibt es natürlich auch gute Traditionen teilweise. Auch der christliche Glaube ist natürlich schon teilweise eine Form von Religion. Also so wird es im Duden definiert. Da hatte ich mal letztens die Definition im Duden nochmal gehört. Also, aber ich meine jetzt eigentlich mit Religion und Tradition meine ich eigentlich durch Werke, wenn ich versuche durch meine eigenen Werke in den Himmel zu kommen, also ohne die Beziehung mit Jesus, ohne dass ich erlöst bin, ohne dass ich die Geistestaufe habe, das meine ich eigentlich. Also Jesus sagt auch, wer nicht wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen oder nicht erkennen. Also wir brauchen die Geistestaufe, wir brauchen den Heiligen Geist, um das Reich Gottes zu erkennen und zu sehen, sagt die Bibel. Das meinte ich. Also wenn man durch bestimmte Rituale oder Traditionen denkt, ich werde es immer beten, immer wieder beten und hoffentlich komme ich am Ende noch im Himmel wegen meinen guten Taten. Ich denke, wir kommen nur in den Himmel durch die gute Tat, durch das Werk von Jesus Christus, was er für uns getan hat am Kreuz. Aber ist natürlich, kannst du natürlich selber entscheiden, ob du Jesus als Erlöser annehmen möchtest oder nicht, wenn du einer anderen Religion angehörst. Kannst du natürlich auch selber entscheiden, das ist deine Verantwortung. Aber ich habe das so erlebt mit Gott und mit Jesus und viele andere Menschen haben das auch so erlebt, dass das alles stimmt, was in der Bibel steht und dass es wahr ist. Und dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und wir brauchen einen Erlöser, weil wenn man durch seine guten Taten in den Himmel kommen will, darf man keine Fehler haben. Da muss man alles richtig machen. Da darf man keinen einzigen Fehler haben. Nichts, keine Sünde, gar nicht. Und ich glaube, das schaffen wir gar nicht ohne die Hilfe von Gott, ohne seine Gnade. Und deshalb hat er auch seinen Sohn Jesus geschickt. Weil er hat niemals eine Sünde getan. Durch ihn. Durch ihn sind wir gerecht. Durch ihn können wir in den Himmel kommen. Also das möchte ich dir empfehlen, dass du zu Jesus kommst. Es steht auch geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Gott möchte, dass du errettet wirst, weil Gott liebt dich. Und Gott möchte nicht, dass du verloren gehst, weil Gott, wer weiß auch, was das für ein schrecklicher Ort ist, die Hölle. In der Hölle will Gott dich überhaupt nicht haben. Das weiß Gott, was das für ein schrecklicher Ort ist. Schrecklicher, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Da sollen die Sinne sollen da fünfmal stärker sein, die Empfindungen. Fünfmal stärker, habe ich gelesen. Und es ist kein schöner Ort. Und Gott möchte, dass du umkehrst und dass du errettet wirst und später in den Himmel kommst. Das ist der schönste Ort, der Himmel. Halleluja. Und Gott liebt dich. Und er möchte, dass wir das Evangelium weitersagen und verkünden. Halleluja. Amen. Gott möchte, dass wir seinen Namen preisen, dass wir ihn ehren und loben. Und dass wir durch ihn, durch Jesus, Vergebung der Sünden erfahren. Und Jesus hat auch gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Und meine Füße, meine Schuhe sind beschuht, meine Füße sind beschuht
mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also ich verkündige das Evangelium, so wie der Herr mir das aufs Herz legt. Und Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht, frohe Botschaft. Und ich habe auch gute Nachrichten für dich. Ja, ja. Gott liebt dich. Und er will dir ewiges Leben schenken. Ja. Das ist eine sehr gute Botschaft, dass Gott dich liebt und dass er dir ewiges Leben schenken möchte. Halleluja. Gott liebt dich. Gott segne dich. Ja? Glaubst du auch an Gott? Halleluja. Ja? Amen. Also Gott liebt uns und er möchte, dass wir seine Liebe erwidern. Jesus sagt auch, ich habe euch zuerst geliebt. Also er hat uns zuerst geliebt. Und er möchte, dass wir das erwidern. Ja, vielleicht auch mit Liedern. Ja. Also Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Weil unser Verstand kann das gar nicht alles fassen, die göttlichen Sachen. Wir brauchen die Verbindung mit dem Geist. Und ohne den Geist wirst du nicht errettet, ohne seine Hilfe. Ohne den Geist Gottes kannst du nicht in den Himmel kommen. Ohne den Heiligen Geist, dass er uns dabei hilft. Aber er möchte uns dabei helfen. Jesus sagt, wie gesagt, auch, wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und er möchte, dass du das erkennst, das Reich Gottes, weil er dich liebt. Wenn Sie das möchten, beten Sie zu Jesus. Sagen Sie am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünden und sei mein Erlöser. Eines Tages werde ich vor Gott stehen und Gott liebt Sie. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Aber von Wünschen alleine weiß ich nicht. Die Frage ist, ob wir den Segen Gottes auch haben. Oder ob wir uns auf materielle Dinge verlassen, auf Geld, auf Wohlstand, auf unser Essen. Es steht auch in der Bibel, für viele ist nachher ihr Bauch ihr Gott. Da steht geschrieben in der Bibel, für viele ist ihr Bauch ihr Gott. Also das Essen zum Beispiel, die Vergnügung, die Völlerei, die Lust, die Begierde. Das kann auch wie so ein Gott für einen sein. Und Gott möchte aber dein Gott sein. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Und er möchte uns natürlich auch Essen schenken und alles, dass wir das alles genießen können. Aber in Maßen, wie Gott das möchte, in Maßen und unter Danksagung. Ich habe jetzt auch meine Ernährung umgestellt, dass ich mich jetzt auch gesünder ernähre. Weniger Zucker, weniger Fett, weniger Fleisch. Habe ich jetzt auch seit einiger Zeit. Gucken. Ist auf jeden Fall gesünder, wenn man auf seine Ernährung auch achtet und auch Gott für das Essen dankt. Weil wir haben viele Gründe, Gott zu danken, weil er hat uns reichlich beschenkt, auch durch Jesus. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch mal kurz sagen. Also wenn ihr das könnt, betet zu Jesus. Jesus liebt dich und er möchte dir ewiges Leben schenken. Komm am besten heute noch zu Gott. Wenn du das kannst, wenn du das möchtest, nimm die Bibel, nimm das Wort Gottes und schlag mal die Bibel auf und lies mal in der Bibel, was Gott zu dir sagt. Also ich lese die Bibel auch immer laut. Ich spreche das selber aus, was da steht. Ich lese zurzeit das ganze Alte Testament nochmal durch. Ich habe jetzt noch über 800 Seiten vor mir. Aber das macht mir schon Freude. Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und lese die Bibel. Also mehrere Kapitel täglich, wenn es geht. Ich habe jetzt noch ein paar Seiten vor mir. Ich habe natürlich das Alte Testament auch schon mal durchgelesen. Aber ich lese es jetzt mal neu von Anfang bis Ende, bis zum Buch Maleachi. Und dann werde ich nochmal das Neue Testament nochmal ganz durchlesen. Ja, und gucken. Also, das bringt auf jeden Fall Kraft und auch Freude, das Wort Gottes. Weil Jesus wird auch das Wort Gottes genannt. Er ist das Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes hören oder aussprechen und lesen,
dann haben wir auch Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort. Halleluja. Und der Geist macht es uns dann lebendig, der Heilige Geist. Der kann dir die Worte Gottes sehr lebendig machen in deinem Herzen. Dass du vielleicht über einen bestimmten Vers die ganze Zeit über einen Vers nachdenkst, über einen Bibelvers die ganze Zeit in deinem Herzen darüber nachdenkst oder nachsinnst und meditierst. Also Gott möchte auf jeden Fall, dass wir auf ihn hören und dass wir sein Wort lesen. Wenn du das kannst. Wenn du das kannst, bete zu Gott. Bitte ihn um Offenbarung und Erkenntnis. Halleluja. Also jetzt haben wir noch Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Ich schätze mal, ein paar Jahre haben wir noch Zeit. Aber es steht in Offenbarung, dass ein Zeichen eingeführt wird. Es wird ein Zeichen eingeführt, mit dem man nur noch dann nachher kaufen und verkaufen kann. Ich schätze mal, dass es der AFAG-Mikrochip sein wird in der Hand. In der rechten Hand, glaube ich. Der Chip, der implantiert wird, dass man nur noch mit dem Chip kaufen und verkaufen kann. Der wird ja jetzt schon in manchen Ländern eingeführt teilweise. Und das würde ja Sinn machen. Da stehen die ganzen Daten drauf. Und das wird vielleicht, ich schätze mal, wir haben noch 5 bis 10 Jahre. Ich schätze mal, wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Aber es wird irgendwann losgehen, dass das Zeichen eingeführt wird, auch das Mahlzeichen des Tieres, wie es in Offenbarung steht. Also jetzt. Und wer dieses Zeichen annimmt, steht in Offenbarung, der wird aus dem Buch des Lebens gelöscht. Der kann nicht errettet werden, derjenige, auch Christen. Wenn man das Zeichen annimmt, kann man nicht in den Himmel kommen. Deshalb wird Gott einem auch da die nötige Kraft und Weisheit schenken, dass man das dann nicht mitmacht, die Sache, und dem widersteht. Weil Gott kann einen auch übernatürlich anderweitig versorgen. Gott kann auch Manna vom Himmel regnen lassen oder warten. Gott kann uns auch übernatürlich versorgen. Und der Herr hat mir mal gesagt, mit einer Schwester zusammen, mit meiner lieben Schwester Edith, die mich zum Herrn geführt hat damals, durch die habe ich mich bekehrt, also der hat mit mir gebetet, ich habe mitgebetet, der hat Jesus dadurch kennengelernt, durch das Übergabegebet. Die hat mir mal gesagt, es wird eine große Erweckung kommen und danach, nach der großen Erweckung, wird eine große Verfolgung kommen, hat der Herr uns gesagt im Gebet, ihr und auch mir im Geist. Also da werden noch Sachen auf uns zukommen. Auch das, was in Offenbarung steht, wird noch alles geschehen. Deshalb, lasst uns wieder bereit machen, auch für das Kommen des Herrn, dass wir genug Öl in der Lampe haben, so wie die 5 klugen Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam gewartet haben. Die hatten genug Öl in der Lampe. Und Öl ist da symbolisiert da den Heiligen Geist, die Salbung, dass wir genug Gegenwart Gottes in unserem Leben haben. Und dass wir genug Öl in der Lampe haben. Weil die 5 dummen, törichten Jungfrauen, die sind dann, als der Bräutigam kam, sind die nochmal schnell los. Ach, wir holen uns jetzt nochmal schnell Öl und ach und. Oder gibt uns noch was ab, haben sie zu den Klugen gesagt. Gib uns bitte noch was ab. Da haben sie gesagt, dann reicht's nicht für uns. Und dann sind sie los, haben sich nochmal Öl besorgt. Aber dann war der Bräutigam schon da und die Tür war schon verschlossen. Und da haben sie sogar geklopft und gesagt, lass uns rein. Und Jesus hat dann gesagt, der Bräutigam, ich kenne euch gar nicht. Also hat sie nicht mehr reingelassen. Und das wird Jesus dann auch später zu manchen Menschen sagen. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, die ihr die Gesetzlosigkeit verübt habt. Und er wird sie dann nicht in den Himmel lassen. Also Gott möchte, dass wir auch seine Gebote hören, auf seine Weisungen, auch Gesetze sozusagen. Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Weil das ist das Beste, was man tun kann, auf Gott zu hören. Und genug Öl in der Lampe zu haben. Halleluja. Schlapper. Kanda, Kanda. Halleluja, Kanda. Halleluja. Und das Öl ist, wie gesagt, auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Das schenkt er dir einfach in seiner Gegenwart, wenn du Beziehung mit Jesus hast. Denn wir einfach jeden Tag unsere Beziehung mit Gott pflegen und hegen und mit Gott reden und beten und dankbar sind. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und Gottes Segen. Halleluja. Ja. Gott segne euch.
Tschüss. Ja. Ich wünsche euch noch alles Gute und Gottes Segen. Das sage ich ja relativ oft, aber den Satz, den hat mir Gott ans Herz gelegt. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr mir auch. Und wenn nicht, dann werde ich es auch überleben. Denn ich habe ewiges Leben durch Jesus. Halleluja. Und Jesus sagt, wir sollen alle Zeit beten und wachsam sein und beten. Da haben ja die Jünger von Jesus, wo er im Garten Gethsemane war, da hat er gesagt, ihr sollt mal wachen und für mich beten. Und da sind sie ja weggepennt. Da sind ja die Jünger von Jesus eingeschlafen. Ist er wiedergekommen und hat gesagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wach bleiben? Und der Schlaf hat sie übermannt, die sind eingepennt. Und Jesus hat natürlich trotzdem gebetet im Garten Gethsemane, ganz angestrengt. Vor seiner Kreuzigung war das, vor der Verhaftung. Jesus hat auch oft viel alleine gebetet, steht in der Bibel. Und wenn wir beten, steht auch in der Bibel, sollen wir auch in der Stille in unser Kämmerlein gehen und im Verborgenen auch beten, wo es keiner sieht. Und Gott wird einem das dann vergelten auch. Also, dazu möchte ich euch ermutigen zum Gebet, auch zu Hause in eurer Wohnung. Dazu möchte ich dich ermutigen zum Gebet. In Gemeinschaft mit anderen Christen oder auch alleine, dass du viel betest. Aber die Gemeinschaft ist natürlich auch wichtig, weil Jesus ist der gute Hirte und Pastor. Pastor heißt übersetzt Hirte. Und ein Schaf, ein einzelnes Schaf, ist, glaube ich, nicht so geschützt als wie in der Herde, oder? Das sieht man auch selten, dass Schafe alleine unterwegs sind. Also sind meistens sind Herdentiere. Und so ist es auch bei Gott. Gott möchte auch, dass wir Gemeinschaft haben, auch mit anderen Christen und Gemeinden. Und er hat ja auch die Leiter eingesetzt, auch die Pastoren zum Beispiel, die Hirten. Ja, also wenn du das kannst, such dir auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Also ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Tschüssi.